Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Im letzten Part haben wir unser Pikachu bekommen und den einen oder anderen Dude haben wir gefangen. Ich weiß nicht. Ja, machen wir weiter. Mal schauen, was uns hier auf Route 2 erwartet. Also hier können wir nicht lang. Ziemlich lame. Und hier haben wir einfach nur noch ein paar Duflors. Ja. Brauchen wir eigentlich nicht. Gut, dann machen wir weiter. Was haben wir jetzt hier? Sind wir jetzt im Vertania-Wald? Tatsächlich. Cool. Willst du nicht kämpfen? Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Sie sind ganz hibbelig, weil sie sich auf einen Käfer-Pokémon freuen. Und ich sehe ja schon eins. Gönnen wir uns doch mal einen Raupi. Ich meine, warum nicht? Smetbo ist ein geiles Pokémon. Yo, du kannst Bären wählen zum Zähmen. Okay. Lief anscheinend gut. Wunderbar. Klasse, Raupi wurde gefangen. Ehre. Level up für Taubsi. Miraplau und Ratzfatz brauchen noch ein bisschen. Für Raupi wurde ein Pokédex-Eintrag angelegt. Berührt man die Fühler auf seinem Kopf, so versucht es sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Ekelhaftes Viech. So, hier ist ein Pokéball, den wollen wir natürlich mitnehmen. Oh, das ist ein Hornyu! Das sind natürlich die cooleren Raupis. Vor allem sind sie so schnucklig, guckt sie euch mal an. Jo, was geht? Perfekt. Was? Als ob das Vieh jetzt gerade ausgebrochen ist. Okay, unser erstes gut. Ich werde besser. Sollte reichen für das Hornyu. Und jetzt haben wir schon ein volles Team, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir werden natürlich immer die neuen Pokémon fangen und ins Team machen, etc. Was ich auf jeden Fall gerne im Team hätte, wäre ein Relaxo. Sehen wir dann noch. Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stachel. Es versteckt sich im hohen Gras sowie in Wäldern und frisst eifrig Blätter. Hört sich eher nach einer Made an. So nach einem Schädling. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was die blauen bringen. Was bringt's, wenn die... Ah, ich glaube, die haben bessere IV-Werte. Oder die sind allgemein ein bisschen höher gelevelt. Er greift jetzt hier mit einem krassen Raupi an. Ja, keine Chance. Real Talk, keine Chance. Vor allem auf Level 3. Ruckzuckieb ist auch noch da. Wunderbar. Neun Erfahrungspunkte. Ehre. Und wir bekommen 36 Poké-Dollar. Wunderschön. Was ist da ein Pokéball? Mit drei Himbeeren. Alles klar. Da vorne ist ein Kokuna. Und hier haben wir sogar nochmal ein Pikachu. Sollen wir uns 10 Pikachus holen? Ich weiß nicht. Und ein Safcon haben wir jetzt auch hier. Das Problem ist, die Viecher können halt nur härter. Es ist halt... Ah, ich weiß nicht. Nee. Die entwickeln sich so schnell, das brauchen wir nicht. Kämpfe gegen die Troller. Entschuldigung, weißt du, ob in diesem Wald Bisasam leben? Nee, tatsächlich nicht. Ach, Tamara, hast du denn überhaupt keine Ahnung? Mann, hey, echt. Nidoran. Weiblich. Ja, das täuscht. Wir gehen auf Distanzangriffe, weil Nidoran Giftstachel hat und Giftstachel ist... Wir wollen mit Giftstachel und Vergiftung nichts am Hut haben.
Vor allem in den alten Pokémon war das schwierig, wo man noch so Schaden bekommen hat, wenn man mit Gift rumgelaufen ist. Bei Schild und Schwert haben sie es rausgenommen. Schild und Schwert macht ziemlich viel falsch. So, sind wir jetzt hier schon draußen? Nee. Aber wir müssen noch so den linken Part erkunden vom Wald. Hey, ein wahrer Pokémon-Trainer fordert mich zu einem Kampf heraus, du Nulpe. Alter, wie alt bist du? Halt die Schnauze, du Spast. Theo. Lül. Kokuna. Auch ein cooles Pokémon. Ich finde Bibor auch ziemlich fresh. Ja. War klar, dass es jetzt kommt. Also Bibor ist ein bisschen cooler als Smetbo, aber Smetbo ist tatsächlich stärker als Bibor. Also wenn ihr einen Käfer-Pokémon im Team habt in Gen 1, Smetbo. Mit Abstand. Oder Sichlor. Sichlor ist ja auch noch ein Käfer-Pokémon. Oh mein Gott, Sichlor ist stark. Oder Sichlor Gen 2? Nee, Xerox ist Gen 2, Sichlor ist Gen 1. Level 8. Und ich würde mal gern ein anderes Pokémon auf Platz 1 setzen. Weil sonst leveln wir unser Pikachu viel zu hart. Was nicht gerade so cool ist in der ersten Arena. Oh, ein rotes Hornliu. Noch ein rotes. Damit kann man eine Kette machen und Shinies farmen. Tatsächlich. Och Mann, geh doch weg! Soll ich dir Tipps für das Werfen von Pokébällen geben? Nee. Ich habe wahrscheinlich schon mehr Pokémon als du. Göre aber. Ach, diese ganzen Gören, die hier rumlungern im Wald. Okay. Ja, ein Donnerschock sollte reichen. Ja, Crit. Keine Chance. Da hast du ja einen Volltreffer gelandet. Jo. In dem Fall. Ich kann auch nie erkennen, ob die Viecher shiny sind. Ich weiß nicht, ab und zu siehst du es. Ab und zu siehst du es nicht. Aber was das Interessante ist bei Pokémon Let's Go Pikachu, haben sie Shinies mit in die Overworld einprogrammiert. Und bei Schild und Schwert nicht. Weshalb ich Schild und Schwert auch ein bisschen hasse. Wie viele Pikachu sind denn hier? Wo willst du denn so eilig hin, Mann? Okay. Ah ja. Safcon. Dann probieren wir es mit Ruckzuckieb. Ja, es macht ordentlich Schaden. Ah ja. Also, wie soll ich sagen, es ist aktuell noch ziemlich einfach, weil wir ein ziemlich überleveltes Pokémon haben. Aber Kämpfe sind so die einzige Form, um wirklich zu leveln, neben Pokémon fangen. Aber du fängst halt nicht so viel Pokémon, wie du bekämpfst. So. Der Kescher ist cool, den hätte ich gerne in Animal Crossing, oh mein Gott. So, Kokuna. Nee. Gebe ich mir nicht. Was gibt's? Gibt's hier was? Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Krass, oder? Für was steht WP? Route 2, hier geht's weiter. Hier hat's ziemlich viel Taubsüß. Lül.
Und noch ein Hornliu. Jetzt sind wir mal Moria City. Ah, du kommst wie gerufen. Wusstest du, dass es in der Stadt eine Pokémon-Arena gibt? Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen, ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg dran vorbei. Schau mal, Blitzefritz ist auch schon ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Stimmt doch, Blitzefritz. Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. Okay, wir bekommen Tränke. Viel Glück, euch beiden. Ja, Lukas, geh einfach weg. Nerv mich nicht. Mamoria City, die erste wirkliche Stadt in Pokémon. Alabastia kann man nicht zählen. Wir haben unsere Pokémon per Tausch erhalten und konnten nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Trainer zwar recht schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn man doch nur ein paar Orden hätte. Okay. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokébälle zu kaufen. Krass. Ja, jetzt aktuell werden wir wahrscheinlich noch Geldmangel haben, nachher wenn wir die Top 5 endlos oft besiegen können, haben wir da keine Probleme mehr. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben einen Shop, wir haben einen Wanderer mit einem Kleinstein. Wir können ins Museum von Mamoria City. Das hier. Wissenschaftsmuseum. Kostet es was? 50 Poké-Dollar, ja, komm. Okay, hier haben wir so die Fossil-Pokémon von Gen 1. Mittlerweile wurde das Konzept voll über den Haufen geworfen. Also bei Pokémon Schwert und Schild haben sie es auch komplett zerstört, meiner Meinung nach. Mit x-tausend neuen Fossil-Pokémon. Und dann laufen sie noch frei rum. Es ist halt so, nein. Nein. So, was haben wir hier? Meteoroid vom Mondberg. Und das sieht ziemlich modern aus. Dreidimensionales Hologramm ist direkt in einer Weltraumkarte. Krass. Sehr shit. Dann hier die ganzen Fossilien. Ah ne, Meteoroidenstücke. Raumfähre, alles klar. Kennt man die nicht von Oras, die Raumfähre? Und hier ist so der Urknall dargestellt. Entstehung des Weltalls, genau. Dass du einen konzentrierten Punkt von Masse und Energie hast, der konnte sich irgendwann nicht mehr stabil halten und ist explodiert. Ja. Als ob ich so an sowas glaube. Also ich glaube eher an Jesus Christus, unseren Erlöser. Deshalb zahle ich 500 Euro Kirchensteuer alle 3 Monate. Nein, what the hell. Also schön, wenn einer von euch gläubig ist. Ich bin's nicht. Wahrscheinlich jetzt erstmal 10 D-Abos. Aber nee. Nee. Oh, da ist noch ein Ball. Den hätte ich gern. Können wir nicht irgendwie schneller laufen? Nö. Das geht mir alles noch ein bisschen zu langsam. Ah, da waren wir ja schon drin. Warte mal, aber zum Ball kommen wir über hier. Wunderbar. Kapsel X-Abwehr, alles klar. Wurde in die Kampftasche verstaut. So. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein paar Pokémon fangen? Sollen wir noch ein bisschen trainieren? Können wir hier schon lang? Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Komm. Geh da drüber. Mach erstmal die Arena. Hat er mich jetzt hierher Wow. Er hat mich einfach hierher teleportiert. Alles klar. Okay, Zuschauer sind am Start. Howdy! Ich bin zwar selbst kein professioneller Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von
Moria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber Gesteins-Pokémon verschaffen kannst. Ach, es gab noch keine? Okay, dann probier dein Glück. Was? Ich brauche einen Typ vom... Ah, hier, ich habe einen Pflanzentyp. Wunderprächtig, mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Mamoria City versuchen. Immer hereinspaziert, Champ. Okay. Wow, also ich könnte das Rätsel jetzt so lösen. Es ist mit Abstand die leichteste Arena, aber wir wollen ja hier noch ein bisschen leveln. Willkommen in der Arena von Mamoria City. Ja. Schön. Es geht. Ach, diese Picknickerin. Jeanette. Clayster, cooles Pokémon, war mein erstes Shiny. Ich habe gedacht, das hat irgendwie. Das ist irgendwie kranker oder so, weil es zu gelblich war. Ach du heilige Scheiße. Die sind Level 7. Das könnte wild werden hier in der Arena. Das könnte echt wild werden. Was kann denn Mirapla? Absorber, okay. Ja. Die Arena sollte kein Problem sein. Mit unserem Headbanger, Mirapla. So, Absorber. Dann heilen wir uns auch jedes Mal ein bisschen. Und einfach mal ein One-Hit. Ja, moin. Rip Kleinstein an der Stelle. Mirapla ist Level 5. Ah ne, Level 6, lül. Das Vieh war noch nicht mal Level 6, okay, krass. Du bist eindeutig zäher als meine bisherigen Gegner. Oh nein. Hey, ich hab das Geld fürs Museum wieder draußen. Immerhin. So. Dann bewegen wir doch mal das Mirapla. Ich meine, why not? Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Okay. Schön. Ach, George. George aus dem Dschungel. Wer kennt die Serie noch? Die war cool. Mit dem komischen Affen. So. Den haben wir auch destroyed. Wunderbar. Also mit Mirapla ist es echt keine Herausforderung. Du, One-Hit ist halt echt alles. Ist halt schon krass. Ich glaube, Mirapla wäre jetzt so unser Starter-Pokémon. Lichtjahre messen ja die Distanz, nicht die Zeit. Ja. Man kriegt dem Pokémon sogar was beigebracht. Krass. Was geht? Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Mamoria City. In meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Hoffentlich gucken mir X-Frauen zu, damit ich der Coole bin. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keine Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Der erste Arena-Leiter in der Pokémon-Geschichte. Rocco ist eigentlich ziemlich cool. Im Anime gefällt er mir ein bisschen besser. Weil er da auf Frauen abfährt und so. Es ist halt richtig der Playboy und er landet halt nie bei Frauen. Er hat halt ein bisschen Pech. Er probiert es ein bisschen zu hart. Tackle, okay, sollen wir gerade noch so aushalten. Ah, ganz knappes Ding. Ja eben, wenn man es als Mann bei einer Frau zu hart probiert, dann wird es nichts. Weil dann fühlt sich die Frau irgendwie in der Schuld und wisst ihr, wie ich meine, es ist halt so, es ist schwer.
So, Doppelkick. Werden wir auf jeden Fall beibringen. Ist eigentlich super, dass wir die Attacke jetzt gerade lernen, weil dann haben wir die Arena auf jeden Fall safe gemeistert. Doppelkick ist einfach... Uff, gegen Gesteins-Pokémon, uff. Onix, wir bleiben aber bei Mirapla. Steinwurf. Uff. Ja, doch. Das wird was. Ja, wir sind fast voll geheilt. Also wenn er jetzt keinen Volltreffer raushaut, dann... Nee. Okay. Damit hätten wir den ersten Orden. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, dass wir hier verkacken. Mirapla erreicht Level 8. Wunderbar. Und er lernt Säure. Eine Giftattacke ist auch ziemlich cool. Level 9 haben wir auch erreicht. Lol. Taubsi ist auch auf Level 8. Raupi ist Level 7. Und Hornliu ebenso. Offenbar habe ich dich unterschätzt. 2000 Pokédollar. Nanu, Raupi entwickelt sich. Und ist der Grund, warum wir... Wie soll ich sagen? Warum wir einen Raupi gefangen haben und kein Safcon oder kein... Kukuna. Wir können jetzt wenigstens Tackle einsetzen. Also sie haben wenigstens eine Attacke, die uns in irgendeiner Form helfen könnte. Weil wenn ihr Kukuna oder Safcon fangt, dann können die nur Härte. Gewicht ist Rekordmaße, lol. Um sich zu schützen, härtet es eifrig seinen Panzer, doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird sein Inneres entblößt. Ist es dann so Schleim oder... Safcon erlernt Härtner. Und Hornio entwickelt sich auf dem gleichen Level. Aber nicht zu Safcon, sondern so zu Kukuna, meine Fresse. Wieso sage ich Kukuna? Das hört sich so falsch an. Obwohl es sich kaum bewegen kann, ist es bei Gefahr in der Lage, einen Stachel auszufahren, mit dem es seine Gegner vergiftet. Und wir erlernen Härtner, war ja klar. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir einen Felsorden. Okay. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle Pokémon per Tausch bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. TM01 Kopfnuss von Rocco erhalten. Du verstaust sie in der TM-Box. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TM01 erhält übrigens die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Ja. Pikachu will gestreichelt werden. Obwohl es nichts gemacht hat. Ihm gefällt's. Anscheinend bin ich gar nicht so schlecht im Streicheln. Alles klar. So, raus hier. Wir haben den ersten Orden. Dann machen wir uns doch gerade auf den Weg zum zweiten. Hey, hey, du da. Du bist doch dieser Robin, oder? Ja, genau. Ha, ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei deiner aus meinem Heimatsdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht, wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Der kommt richtig sympathisch rüber in dem Teil.
Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokebälle. Aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Den hat Opa also... Hat Opa es also wirklich geschafft? Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit musste ich noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln. Um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon fängt. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man sieht sich. Ciao. Kakao. Okay. Der Beutel passt irgendwie nicht zu Blau, den er so um die Hüfte trägt. Das passt einfach zu keinem Mann. So Beutel sollte einfach verboten werden, ohne Witz. So. Der Trottel lässt uns jetzt durch. Route 3. Alles klar. Und hier ist unser erster... Was will denn der da oben? Was starrst du mich so an? IDK. Na okay, ich bin in deinem Alter. Also im Spiel auf jeden Fall. Also darf ich dich anstarren, wie ich will? Lül. Gut, wir haben ein Pflanzen-Pokémon und da wir mit Miraplas Säure können, haben wir jetzt auch Vorteile gegenüber Pflanzen-Pokémon mit Gift. Ja, macht ordentlich Schaden. Besser auf jeden Fall als Absorber. Wunderbar. Und that's it. Also krass war der Kampf jetzt nicht. Aber hat sich halt ein bisschen in die Länge gezogen, weil wir gerade kein Pokémon ausgerüstet hatte, was irgendwie Vorteile hätte. Taubsi ist noch zu schwach. Kann auch keine Flugattacken. Ja. Was willst du? Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf die Abenteuerreise vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich einmal sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordern uns doch heraus. Ja, lass kämpfen. Was bringt es uns jetzt? Ich glaube, wir müssen eh alle Trainer-Coaches besiegen. Bisasam. Okay. Level 11. Tackle sollte ordentlich sitzen. Ja, setz hier doch mal Säure ein, dann können wir Mirapla tatsächlich austauschen. Und uns mal nach einer Alternativen umschauen. So. Was haben wir denn noch? Wir haben Taubsi. Was kann Taubsi? Windstoß, okay. Ich habe mich soeben für Taubsi entschieden. Perfekt. Ich glaube, der Windstoß sollte ordentlich Schaden machen. Egelsam hat Taubsi verfehlt. Ja, okay. Taubsi ist auch erst Level 8. Also 3 Level unten drunter. Es macht. 3 Level sind halt schon viel. Egelsam. Okay, 2 Runden sollten wir noch aushalten. Ah, vielleicht auch noch 3. So, Tackle. Oh, das wird knapp. Ah, okay, es ist tot. Wunderbar. Auch noch 50 Erfahrungspunkte. Taubsi ist Level 9. Wann entwickelt sich das? Ich glaube Level 16 oder so. Spiegeltrick. Kann man sich ja auch geben. Du hast dich gut geschlagen. Du gewinnst 1100 Pokémon-Dollar. Alles klar. Alle Achtung, du hast problemlos einen Trainer-Coach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Einen Beleber.
Okay. Gut, ich würde sagen, hier machen wir dann weiter auf Route 3. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir holen noch kurz den Pokéball dort oben. Ansonsten heile ich mich vielleicht mal im Pokémon Center über die Parts hinweg. Tschüss und bis bald.